Leute, Sonnenaufgang hier überm Yukon Valley und wir machen uns mal auf die Socken und suchen uns die Wölfe. Das DLC ist seit gestern draußen und ach, es ist einfach schön. Es hat gerade in der Nacht hat es noch geschneit, das heißt der Schnee liegt jetzt hier noch. Und wenn gleich die Sonne rauskommt, dann taucht das so langsam weg. Einfach ein richtig geiler Effekt. Richtig stimmungsvoll hier. Wir waren gestern schon zusammen im Livestream jagen. Und ja, jetzt machen wir uns mal hier langsam auf die Socken und suchen den Wolf. Also legen wir los. Es wird echt langsam heller. Es hat gerade eben noch ein wenig rumgeheult hier hinter uns. Ich gehe einfach mal so ein bisschen dem Wind entgegen. Ganz kurz zum Equipment. Was habe ich eingepackt? Genau, die neue Waffe natürlich. Allerdings eher für Elch und Co. Oder vielleicht sogar für einen Bären. Gucken wir mal. Und ich habe für die Wölfe eingepackt das Solokin. So, damit legen wir los. Und damit suchen wir uns jetzt die Wölfe. Wir sind hier vom Spot. Ihr seht, ich habe noch gar nicht viel aufgedeckt. Man startet hier in der Story. Super geiles Intro. Man kommt richtig gut rein in das ganze Szenario. Sehr, sehr chillig gemacht. Sehr harmonisch gemacht. Und ich habe die ersten paar Aufgaben von der Story erledigt und man wird dann bis hier hinten hingeführt. Ihr seht, hier überall wurde schon ein wenig rumgeballert und tja, hier in dem Gebiet, hier war so viel Rumgeheule, hier muss irgendwo auch der Wolf sein. Gucken wir mal. Es gibt für den Wolf neue Lockmittel. Puma, Löwe, Grauwolf ist jetzt damit drin. Und dann haben wir hier auch Löwe und Grauwolf auch bei dem Hasen mit drin. Also die beiden, die werde ich gleich nutzen. Mal gucken, was effektiver ist. Die ersten Grauwölfe hatten wir gestern im Livestream schon gesehen. Und es wurden auch schon die ersten Jäger wurden auch schon gejagt. Und ja, haben ihre Grauwolfjagd mit dem Leben bezahlt. Ich habe das Dreibein habe ich einfach mal mitgenommen und platziere das gleich mal irgendwo und teste doch mal das Wolfsjagen von dem Dreibein, von dem Hochsitz aus. Also ein bisschen eine Area suchen, wo man schön Übersicht hat. Vielleicht sogar hier. Ja. Wie sie am Rumheulen sind. Das ist krass. Es ist eigentlich ähnlich wie mit dem Löwen. Dass man so stetig das Gefühl hat. Oh, sehr gut. Ja, sehr gute Übersicht. Oh, wie gut. Oh ja, wie gut. Sehr, sehr gut. Okay. Rufen wir mal ein wenig hier. Das hört sich aber sehr erbärmlich an hier. Kommt nochmal hier. Komm. Immer wieder gut. Ich sehe mich hier schon gleich sitzen. Drei Rudelwölfe um meinen Hochstand herum. Verdammt. Ja, Mann. Oh, der Schnee geht los. Ah, gar nicht schlecht.
Dann sieht man vielleicht den Grauwolf besser. Es fängt wieder richtig an zu schneien. Ach, wie schön. Ja, sehr gut, ey. Es gibt neben diesen Rufen sozusagen, es gibt ja neben diesen Hintergrundgerufe der Wölfe, was häufig da ist, also man hört es immer mal wieder, hört man natürlich auch den Wolf klassisch rufen, also auch mit diesem optischen Signal, dass irgendwo ein Ruf herkommt. Also wenn man das hat, dann hat man natürlich den Wolf direkt in der Nähe. Leute, ich friere mir den Pin in den Arsch. Sau kalt hier. Nix passiert, verdammt. Genau, der Hunde ist ja unglaublich. Ein Pin, verdammt. Leck, oh funny, ey. Leute, ich renne jetzt mal ein bisschen hier weiter. Geht ja gar nicht. Alter. So, nachdem ich jetzt hier stundenlang rumgetrötet habe, laufe ich jetzt einfach noch mal ein bisschen durch die Gegend und warte auf so einen richtigen Call, auf so einen richtigen Ruf, Warnruf oder wie auch immer und nicht nur auf so einen Side-Sound. Sehr, sehr, sehr geil. Schön auch oben mit den Wolken an den Bergen. Und das Schöne an der Map ist, die ist halt so auch so abwechslungsreich. Also das, was ich bisher gesehen habe. Wirklich von dem gebirgigen Teil, klassische Waldgebiete. Dann hier diese Freiflächen, super wichtig. Ja, es macht schon Spaß, ein bisschen hier rumzulaufen und einfach vor allem das ganze Neue entdecken. Das ist schon gut, ey. Hammer, ey. Sehr, sehr geil. Sehr cool, oben angekommen. Und dann scannen wir mal eben hier die Area. Ja, geil. Ein bisschen der Eiseffekt hier, ne? Am Rand. Keine Wölfe. Vielleicht sollte ich lieber den Abend abwarten. Ich meine, so ein Wolf ist ja wahrscheinlich eher nachts unterwegs. Okay. Der Mond ist aufgegangen. Jetzt kommen die Wölfe. Ab geht es. Leute. Ich stapfe hier seit Stunden durch den Wald. Ey, ich finde hier nur Elche. Hier hinten schreit der Fuchs die ganze Zeit rum. Es ist schon nicht mehr feierlich. Es ist schon nicht mehr feierlich. Wenn man sie mal braucht, die Wölfe, dann sind sie nirgendwo zu sehen. Hammerhart, ey. Ich bin schon ziemlich weit marschiert. Also von hier bin ich ja hier unten einmal rum. Bin es hier rauf. Gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Ganz andere Area hier. Sehr viel Wald auf einmal. Wobei man unten sehr gut auch noch durchgucken kann. Sehr weit gucken kann.
Grauwolf. Oh, wie gut, Grauwolf. Wie lang ist es her? Wie lang? Wo ist er? Gerade eben, da. Nee, Fuchs. Oh mein Gott. Ich sehe schon Wölfe. Ich sehe schon graue Wölfe. Rotfuchs. Alter, was eine Area. Trotzdem geil hier, ey. Wie weit man gucken kann. 8! Mythisch! Okay, den müssen wir nehmen. Den muss ich nehmen. 150 Meter. Was ist jetzt los? Ich kann die Waffe nicht auswählen. Alter, was ist jetzt los, ey? Ich eskaliere. Jetzt kann ich meine Waffe nicht auswählen. Alter, was ist jetzt los? Das gibt's doch gar nicht, Alter. Wo ist der Rotfuchs? Der war doch hier. Und die Wölfe, die sind bestimmt jetzt echt hier. Oh Leute, jetzt kommt hier auf einmal richtig Stress auf. Da. Mythisch 8, der ist natürlich super vorsichtig, ey. Hä? Alter, es spackt aber jetzt auch gerade ab hier. Munition, was war das denn jetzt? Was zur Hölle war das? Jetzt ist der hier im Holz. Den will ich. Level 8, Fuchs mythisch. Der haut doch safe ab, wenn ich jetzt ein bisschen zu laut bin, ey. Ich versuche den zu callen. Und wenn jetzt die Wölfe von hinten kommen, dann bin ich halt kaputt. Der ruft die ganze Zeit und ich denke schon, Mann, lass mich doch in Ruhe. Ich will doch keinen Fuchs, ich will einen Wolf. Da ist er. Da ist er. Ist das safe, dass der da ist? Oder rennt er jetzt gerade hinterm Holz? Yes. Oh mein Gott, hoffentlich eine gute Wertung. Eigentlich ist das Gewehr viel... Na gut, Waffen... Ja doch, Waffenklasse 2. Eigentlich zu groß ein bisschen, oder? Irgendwo hier müssen die Wölfe sein, Alter. Alter, jetzt habe ich aber richtig, jetzt kriege ich ja richtig Schiss hier, ey. Rotfuchs. Siehste, ethisch nicht korrekt. Ficky fucky, ey.
keine Punkte, weil zu dicker Ballermann. Trotz allem noch Bloodshot durch, komplett durch, Lunge, Herz. Ach, Mandor. Den nehmen wir aber auf jeden Fall mit. Gerade eben, alles klar. Der Grauwolf ist vor mir. Gerade eben. Jetzt ist er. Da ist er. Das ist der richtige Call. Das ist der richtige Call. Ein Bellen. Da. Oh mein Gott. Da ist er. Schwer. 6. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der ist hinter meinem Holz. Ich hätte da voll gegen geschossen gerade. Alleine oder sind es mehrere? Oder vorne wieder? Irgendwo in der Region. Alter, es wird ja richtig stimmungsvoll hier gerade. Immer noch von da. Immer noch von da. Da ist er. Da ist er, da ist er. Okay, ich muss weiter vor. Und zwar gehe ich unten am Ufer entlang, damit der Mief so ein bisschen mehr über das Wasser geht und nicht so. Da. Oh mein Gott. Stufe 5. Stufe 4. Stufe 5. 3. Ach du schon, 5. 5 wird als Mittel angesehen. Oh, da gibt es aber höhere Level, ey. Deutlich höhere dann. Da ist er, noch einer. Extrem leicht. Nicht zu zweit, das sind noch mehr als nur 2, oder? Da, 6 schwer, 170 Meter. Da gehen wir jetzt drauf. Da gehen wir jetzt drauf. Ich habe den falschen Ballermann genommen, weil ich die gerade gewechselt habe, die Waffen. Mal gucken, ob die angreifen. Oh. Ich habe den falschen Ballermann genommen. Den neuen habe ich genommen. Shit. Warnruf, weiblicher Wolf. Ich habe den Eindruck, dass die Tiere momentan noch sehr wenig Scheu haben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, vielleicht wird das irgendwie hochgesetzt irgendwann mal. Also die kommen relativ schnell wieder zurück. Sechs schwer, 200 Meter. Extrem leicht. Auf der Flucht. Ist das ein weißer Wolf? Ich gehe kaputt. Ist das ein weißer Wolf? Der war so hell.
Und hier ist genau ein Baum dazwischen. Jetzt. Schwer auf der Flucht. Also die fliehen nicht wirklich weit. Das ist sehr eigenartig. Also im Moment fühlt sich das wirklich so an, als ob die... genau, schon wieder nervös. Jetzt ist er wachsam. Also eigentlich relativ entspannt. Das ist dieser weiße Wolf. Safe. Das ist ein weißer Wolf. Oder scheint er in der Sonne einfach so hell? Steht einer vor. Steht einer vor, steht einer vor, steht einer vor. Verdammt, stehen zwei, drei vor. Jetzt steht er frei. Ob ich da mit einem größeren Kaliber ran sollte? Eigentlich bin ich nicht der Meinung. Das ist eigentlich... Eigentlich müsste das doch ausreichend sein. Waffenklasse 2? Oder doch eher 3? Ich meine, ist halt ein Wolf. Ist jetzt irgendwie kein Elefant oder sowas. Vielleicht soll ich einfach besser treffen. Könnte man? Wäre vielleicht ein Argument. Ach, ja, ey. Einfach zu warm für besser treffen heute hier wieder, ey. Unglaublich. Mann, 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 Mann. Ja, der hat natürlich hart gekriegt, aber es war auch ein viel zu großes Kaliber. Canning Magnum 300. Alter, der hat's echt erwischt. Den hat's hart erwischt. Der ist schon wieder ziemlich hell. Aber nicht schwarz. Oder nicht weiß, oder? Das ist der, doch, das ist der. Oh mein Gott. Von hinten, Alter. Dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Dreh dich doch um. Der müsste aber jetzt sitzen. Komm. Dankeschön. So, einen haben wir hier oben liegen. Schwarz. Goldwertung. Sehr schön. Ethisch korrekt und effizient. Ins Herz, Lunge. Tipptopp. Erste Goldwertung. Sehr gut, ey. Nehmen wir mit, oder? Abbrechen. Nehmen wir nicht mit. Ich habe so zur Zeit noch zu wenig Kohle. Bin ziemlich blank. Weil ich mir das neue Gewehr gekauft habe für 75.000. Erstmal ein bisschen sparen. Next. Silberwertung. Auch schick. Stufe 3. Und da vorne liegt noch einer.
das ist tatsächlich... Es ist direkt weiß. Es ist blond. Es ist quasi... Eisweißer Wolf. Yes! Überhaupt nicht effizient, weil der erste Schuss ging einfach nur in den Muskel. Oh. Knapp daneben. Ein bisschen weiter links. Schade, ey. Eisweißer Wolf. Sauber, ey. Richtig schick.